So, ich kaufe uns mal den zweiten Stall und dann wollte ich mal... Ach ja, ich kann mir jetzt doch noch mehr kaufen, oder was? Nee, oder? Nee, ist einfach dann nur das nächste da und ich kann mir nicht weiter... Das nervt mich, ich würde mir gerne für das Geld noch ein bisschen was kaufen können. Die Verbesserung wird in wenigen Wochen fertig sein. Ja, ja, der nervt mich. So, und ich würde jetzt gerne mal im... Ach so, ich habe ein neues Pferd, das gucke ich mir mal an. Oh. Guten Tag, Frau von Kurbach. Guten Tag. Aufgrund Ihres Sieges möchte die Zeitschrift Pferd und Bier etwas zur Entwicklung Ihres Gestüts beitragen. Gerne. Wir überweisen Ihnen eine bestimmte Summe für Ihr Guthaben. Super. Eine bestimmte Summe. Hier geschehen seltsame Dinge. Die Pferde laufen frei herum. Du solltest zu den Ställen gehen. Die Pferde laufen frei herum. Ich dachte eigentlich, ich hätte sowas wie Stallburschen oder Personal, die sich um sowas kümmern. Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Mal gucken, was da los ist. Ich dachte, ich bezahle jemanden für sowas. Und wo laufen jetzt die Pferde frei herum? Falscher Stall oder was? Oder wie? Ich kann da nicht rein und da ist ein Pferd drin, was keinen Namen hat. Was ist das schon wieder? Gott, nerv. Ich gehe mal in den anderen Stall. Und wieso ruft mich Helen an? Die soll das Maul halten, die soll arbeiten. Die kennt die Arbeit nicht. Das nervt mich, dass ich jetzt mit den 500, die ich habe, nicht noch jetzt irgendwas dazu kaufen kann, wie den zweiten Van oder sowas, dass ich dafür immer ein Turnier unterbringen muss, gewinnen muss. Das ist echt blöd. Das ist richtig blöd. So, was ist jetzt hier mit Pferdelaufen frei herum? Oh nein, nur noch ein einziges da. Hä? Oh, das Thomas, hat er meine Pferde freigelassen? Wieso hat er einen Quad? Ich habe jemanden mit einem Quad hier rumfahren sehen. Du musst ihn einholen. Schnell, sattle dein Pferd. Das war Thomas. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihn finden, bevor der Zähler links oben ist. Oder das war dieser komische Spacko. Aber ich glaube eher, dass Thomas ihn bezahlt hat. Bevor der Zähler... Sie muss es schaffen, bevor der Zähler runtergelaufen ist. Was ist denn das für ein Spiel, ey? Ich glaub's ja nicht. Oh, schnell. Ich habe einen Zähler. Das ist wie in echt, wenn ihr immer so eine Handtaschenbombe dabei habt. Ach, die sind alle nicht mehr da. Ich verstehe. Muss ich deswegen auf Ausdauer skillen? Ah. Beeil dich! Halt's Maul. Oh, jetzt habe ich nicht gesagt, wo er hingekommen ist. Oh, Adam, was, wo lang? Am Ende des Weges? Links? Nein? Rechts? Links, glaube ich. Ganz am Ende des Weges? Vorher kann ich ja nirgendwo links. Oder hier? Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht hier. Ich muss da weiter. Ich glaube, ich muss weiter. Gibt es einen Eintrag dafür? Am Ende des Weges, hat sie doch gesagt. Oh nein, ich muss da weg. Ein Quadfahrer. Oh Gott. Lauf, Pferd. Los. Sie hat doch gesagt, oder? Oder hat sie gesagt, die nächste links? Scheiße. Ich glaube, sie hat gesagt, am Ende des Weges. Ich bin nicht sicher. Jetzt gucken wir mal. Schnell, Pferd. Du musst reiten. Du musst so schnell reiten wie noch nie. Wir müssen dem Typen auf dem Quad... Ja gut, also Thomas könnte sich, glaube ich, kein Quad leisten. Aber der sah verdammt nochmal so aus wie Thomas. Es sei denn, es war der Steingräber. Oder der Steingräber besticht Thomas. Deswegen ist auch Thomas so auf seiner Seite und sagt, naja, lass mal lieber verkaufen. Nee, links kann er gar nicht sein, oder? Da ist ja vorne das Feld, die Stadt. Soll ich mal lieber umdrehen? Und dann schauen wir mal auf der anderen Seite, wo das... Oh, fick, nein, lauf halt nicht in die Wand, dann du blödes Pferd. Das ist ja unglaublich. Jetzt schauen wir mal, weil ich glaube, da von der Stadt wäre nicht. Und es war auf jeden Fall links, hat sie gesagt. Also, dann doch die andere Richtung. Oh Gott, das sind nur noch 3 Minuten. Also, um meine Theorie zu vervollständigen. Ich glaube ja schon, dass Thomas damit was zu tun haben kann. Weil er hatte beim letzten Mal auch gesagt, naja, ich weiß nicht, lass mir lieber verkaufen. Da will doch eh keiner mehr sein. Und das Gestüt, das bricht doch eh in sich zusammen. Und überhaupt, und ich arbeite da sowieso nichts. Und der putzt wahrscheinlich beim Steingräber irgendwie immer seinen Pool. Das ist der Poolboy vom Steingräber. Ja, genau so stelle ich mir Thomas vor. Ah, das wäre ja der Weg zum Steingräber, hier die erste links. Aha! Das ist natürlich auch dann das Schild da super gesetzt, dass man das nicht sieht von der Seite, wenn man dann dahin will. Das ist total behindert gemacht, echt, ey. Also komm, gib mal Gas, Pferd. Gib mal Gas jetzt. Oh, Kotz. Und jetzt habe ich schon geskillt und trotzdem kackt es immer noch ab. Ich muss dann immer nur durchs Tor kommen, dann ist nämlich die Balken, der ist wieder dann weg. Dann kann ich wieder Gas geben. Schnell! Oh nein! Geh halt dann durch! Da ist er ja. Oh, da ist er! Oh, sein Quad hat, glaube ich, Schwierigkeiten voranzukommen. Oh nein, doch nicht. Auf einmal gibt es Gas.
Oh nein, wo läuft... Oh, das Quad, wir müssen hinterher. Was kann das nur sein? Das Quad ist ja wirklich langsamer als mein Pferd, oder? Boah, ich muss es schneller reiten. Aber ich glaube, ich kann es gar nicht einholen, da kackt vorher doch mein Pferd ab. Aber irgendwie fährt es auch für ein Quad wirklich sehr, sehr langsam. Das ist ein bisschen verdächtig. Oh, ich glaube, ich muss mal lieber ein bisschen langsamer reiten, damit das hier wieder besser wird. So, ein bisschen schneller. Aber ich glaube, außer Sicht verlieren darf ich nicht. Schauen wir mal. Na, okay, so behält das... Was passiert mit dem Balken? Ach so, sie fahren eh jetzt gleich schnell, oder was? Also das Quad fährt so schnell wie ich im Galopp, oder was das ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Er gewinnt an Distanz. Ich muss das Pferd ein bisschen verschnaufen lassen, um wieder ein bisschen aufzuholen. Schnell. Schnell. Ja, das ist gut. Und jetzt lasse ich es wieder ein bisschen in Distanz gewinnen. Hauptsache, er kann nicht davon. Er hat anscheinend 4 platte Reifen. So wie das aussieht. So. Aber wir finden uns auf jeden Fall in Richtung des Steingräberguts. Hat der meine Pferde freigelassen? Das wäre noch das Höchste. Oh, das ist doch Thomas. Ich will irgendwie, dass es Thomas ist. Keine Ahnung. Kann mir ihn hinrichten lassen oder so. Auf der Öffentlichkeit, auf dem Dorfplatz. Heute, liebes Volk, liebe Mitglieder des Dorfes, Bürger, sagt man auch, die Hinrichtung von Thomas, dem Pferdedieb. Das finde ich schon ein bisschen cool. Nein, komm. Komm, Schritt. Nein, komm, du brauchst ein bisschen Speed, ey. Ich habe das falsch getimt. Ich hätte am Anfang nicht so viel Gas geben sollen, weil, wie ich gemerkt habe, kann ich das sowieso nicht einholen. Also war die Taktik ziemlich lame von mir. Da hinten fährt er. Schnell nochmal Gas geben und aufholen. So, schnell, schnell, schnell. Pferdchen. Oh, der bleibt stehen. Okay. Kann ich da eine Abkürzung benutzen vielleicht? Da müsste man mal gucken. Oh, er fährt da links. Er fährt da links durch den Wald, oder? Nein, das ist gar nicht durch den Wald. Hör auf, stehen zu bleiben. Es ist ja wirklich, es ist unglaublich mit dem Kackpferd, ey. Ist ja scheiß Ausdauer. Da. Ach komm, so kannst du nicht verschnaufen, oder was? Ich reite doch eh nur noch in Slow Motion. Meine Güte, ist das nervig. Das ist so nervig. Das ist so unfassbar nervig. So. Jetzt wieder nur Schritt reiten. Trab, Galopp, whatever. Seinen blöden, komischen 10 km/h Quad. Dass sich das auch so zieht, warum macht man dann denn die Karte so, dass man dann da fit dreiviertel Stunde da irgendwo da mitten durch die Prärie reiten muss, damit man überhaupt irgendwo hinkommt? So ein Quatsch, echt. Und ich will diese Abkürzungen jetzt hier nicht benutzen, weil ich nicht weiß, wo die hinführen. Ob man dann da überhaupt schneller ist als der Pisser. Wobei, der biegt jetzt links ab, oder? Ja, dann wäre ich doch mit der Abkürzung schneller gewesen, oder? Nee, das ist mir jetzt zu heikel. So, schnell hinterher. Nicht stehen bleiben. Da vorne fährt er. Oh, es ist blöd, echt mit dem Pferd. Gott, ist das blöd. Jetzt fährt er da Offroad. Oder was? Jetzt ist er hier rechts reingefahren. Was zur Hölle? Kann ich da auch hin? Der ist jetzt hier reingefahren. Nein, er ist verschwunden. Liebes Kind, wie ich erfahren habe, haben sich einige Pferde ihrer Obhut entzogen. Aber das ist nicht meine Schuld. Das war sicherlich dieser Steingräber, der... Es tut mir leid, mein Kind, aber die Bestimmungen des Testaments sind eindeutig. Ich muss die Abwicklung der Erbschaft unterbrechen. Hä, WTF? What the homo? Du bist... was? Was? Ach, kotz mich nicht, ey, das gibt es doch nicht. Oh Gott. So eine Scheiße, echt. Wir machen das mal eben nochmal. Ich cutte das jetzt aber bis zum letzten Ding. Den Rest kennt ihr ja. Totale Action und so, ne? Oh. Oh nein. Diesmal bist du mir entkommen. Aber warte nur, bis ich dich in die Finger bekomme. Ich lasse dich nicht so einfach davonkommen. Okay, der hat mich fast überfahren, WTF. Aber wie soll ich jetzt nochmal näher an den rankommen? Er ist doch schon voll weit weg.
das irgendwie. Okay, mal schauen, ob das. Oh, fick. Und dann da noch drüber. Muss ich jetzt mal Gas geben? Ich hab ihn. Yes. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Thomas? Ich wusste es. Der ich Ficker. Hätte es mir denken können. Du dummer Wenn Drecksack. Wenn du sofort sagst, wo meine Pferde sind, dann schwöre ich, werde ich die Polizei rufen. Okay, schon gut. Suche am Flussufer. Das Wasser hat Sie sicherlich angelockt. Ja, klar. Es liegt in deinem Interesse, dass ich Sie wiederfinde. Wenn ich zurück bin, haben wir wohl noch ein Wörtchen miteinander zu reden. Es war so klar, dass es der Thomas ist. Es ist unglaublich. Was für ein dummer Arschkrampen-Kack-Arsch-Nasen-Drecksack. Und ich muss ihn auch noch bezahlen. Jetzt kommt er wieder an. Ich wette, das passiert jetzt, wenn ich hier fertig bin. Und das Erste, was ich von Thomas höre, ist dann wie so, ey, du hast den Pfund nicht geputzt, Alter. Das wird teuer, das wird dich teuer zu stehen kommen. Wo muss ich jetzt hin? Zum Wasser? Das ist doch auch dieser Waldweg. Da zu dem, oder? Und dann... Nee, ich bin ja schon auf dem Wald. Ich bin ja schon in dem Weg. Und jetzt zurück? Oh, ich teleportiere mich mal eben zum Wasser. So, jetzt bin ich... Ah, da bin ich das letzte Mal lang geritten. Da ist jetzt auf einmal ein Maschendrahtzaun. WTF. Und jetzt bin ich hier. Reite da zurück und habe 4 Pferde auf meiner To-Target-Liste. Und dann mal schauen, ob... Ich sehe eins. Das ist schön, dass du eins siehst. Ich sehe gar nichts. Ah, da. Boah, bist du dreckig. Herumgestromert. Zurück mit dir auf den Hof. Ist das neue Pferd? Das kenne ich nämlich gar nicht. Okay, also das hat jetzt gereicht. Okay, so fängt man also Pferde, alles klar. Man stupst die einfach nur an mit der Nase eines Pferdes in des anderen Arsches. Und schon geht es nach Hause ins Gestüt. Ja, rechts oder links? Where the fuck shall I know? Gehen wir mal hier so lang. Wo soll ich es denn wissen? Kackspiel. Es erklärt einem halt überhaupt nichts. Ja, jetzt kackt es ein paar Kapner. Kapner? Jetzt ist auf jeden Fall das Pferd abgekackt. Aber wir machen mal Pause hier, weil es hier nämlich so schön ist, dass ich das Pferd mal unbedingt ausruhen muss hier. Aber das ist schon okay. Wenn ich morgen zum Metzger müsste, würde ich mich auch nochmal ausruhen. So, und jetzt, na gut, wobei, das Pferd darf weiterleben. Das hat gerade eben den Thomas auf dem Drecksquad eingeholt. Das ist nicht tragbar, so ein Mitarbeiter, oder? Das ist doch unglaublich. Wie das überhaupt... Also... Geht ja gar nicht. Geht ja überhaupt nicht. Aber wir werden wahrscheinlich rausfinden. Wahrscheinlich hat... Ah, da hinten habe ich eins gesehen. Das Geld hat Thomas überzeugt. Das ist wie immer. Immer ist das Geld schuld. So. Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen stehen, ne, Pferd? Weil Reiten ja so anstrengend ist. Nein, Moment, für dich ist es ja nur Laufen. Ich könnte schwören. Ja, ich habe schon gesehen. Brauchst du nicht schwören? Ich schwöre, Alter. Uff. Uff, ja, so. Nichts gefunden. Und jetzt schön weiterreiten hier in Ruhe. Ohne dass das Pferd abkackt. Ja, es ist abgekackt. Das Geile ist ja, es ist ja noch nicht mehr abgekackt, als es oben an der Linie war, sondern früher. Was bringt denn diese scheiß Linie, wenn es sowieso früher zusammenbricht? In sich zusammenfällt und am Boden rumlungert. Oh, das ist eine Blume. Ach, die ist rot. Ach so, ah, okay. Gut, dann nehme ich sie halt nicht mit. Hätte ja sein können, dass wenn ich schon hier bin... Dass ich dann auch noch 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen kann und noch ein bisschen Blumen sammeln. Aber nein, hey. Warum sollte das auch alles Sinn machen? Sie, das ist noch nicht mal annähernd an dem Strich und schon kackt das Pferd ab. Was für eine Scheiße. Und da ist zu Ende. Und ein Pferd fehlt mir. Da hätte ich wahrscheinlich... Ich habe etwas gehört. Da unten. Das hier unten oder wo? Nee, dann meint sie doch das da oben. Warum sagt sie denn da unten? Da ist ein. Ja. Ja, klasse. Und das andere? Das ist dann doch da in dem Weg, wo ich nicht war, oder wie? Ach Gott. Ah, Hass. Okay, dann gucken wir nochmal woanders lang. Aber bei dem anderen wäre ich wahrscheinlich, dann hätte ich umdrehen müssen, weil ich dachte, hier wäre jetzt eine... Ah, da hinten! Wie komme ich jetzt dahin? Kann ich hier einfach rechts rüber? Das wäre awesome, wenn das gehen würde.
Oh, es geht sogar. Oh mein Gott. Ah, nee, das habe ich ja schon. Scheiße. Ach komm. Ach komm, Pferd. Nerv mich nicht. Das ist ja unfassbar. Meine Güte. Ist das zu viel verlangt, dass du einfach mal geradeaus reitest? Steht da wie so eine Schleichfigur. Ne, es wippt so ein bisschen hin und her. Seht ihr, es sieht ganz eigenartig aus. So die Nase wippt immer so. Ding, ding, ding. Und Chrissy wippt auch so ein bisschen hin und her. Na gut. Wappt. Und dann verfolgen wir mal den zweiten Weg. Gut, ich hätte gedacht, da kann ich vielleicht drüber und ein bisschen querfeld anreiten, aber nein. Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur testen. So. Und da ging, glaube ich, der Weg hier noch nach unten, wenn ich mich nicht recht entsinne. Wenn ich mich recht entsinne. Und zwar hier. Da. Ah! Aha! Hinter dem Busch hat es sich versteckt und macht einen Haufen. Ich dachte schon, ich komme da nicht rauf. Das wäre natürlich. Du, mein Großer, kommst zurück in den Stall. Ja. Uff, sie sind alle wieder da. Schön. Ich warte im Salon auf dich. Du kannst auf mich zählen. Unsere kleine Unterhaltung werde ich mir doch nicht entgehen lassen. Ich warte im Salon auf dich. Ich möchte. Oh, dann muss ich jetzt da zurückreiten? Ach, Gott. Warum? Warum kann es da nicht sein? Okay, ja. 10 Minuten später und ich dann so im Salon und Thomas und eine Schusswaffe und dann macht es immer Bam und dann hat sich die Sache erregelt. Und dann kann Helena, weiß nicht, bei dem alten komischen Peitschenmacher, wollte ich sagen, Satteltypen da wohnen und oder sie zieht irgendwo anders hin oder sie hackt sich ein neues, keine Ahnung, mir doch egal. Die würde wahrscheinlich noch einen besseren Stallburschen abgeben als der Thomas, wobei diese ganze Familie anscheinend total gestört ist. Und ihr keine Eltern irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Die wohnt da alleine. Ich weiß es nicht. Sie haben ja anscheinend schon vorher hier bei ihrer Tante gewohnt. Bei der Gräfin. Mein Gott. Geht das jetzt mal hier voran? Ich will da nicht wieder da durchreiten. Und dann noch den ganzen Kackweg zurück. Nee. Was heißt eigentlich Erfahrung? Ist das jetzt Gesamterfahrung? Oder ist das, kann ich jetzt 350 Punkte verteilen? Das glaube ich nämlich nicht. Das ist ja überhaupt gar kein Richtwert, wenn ich ja dann in 10 Punkteschritten die Skills sowieso anders verteilen muss. Was soll dann diese Erfahrungszahl da oben? Das hat ja überhaupt keinen Wert für mich, wenn ich damit nicht anfangen kann und sagen kann, aha, ich habe jetzt 315 Erfahrungen, damit kann ich 6 Punkte vergeben oder sowas. Total schwachsinnig. Schauen wir mal nach. Jetzt erstmal gucken, wo ich hier rauskomme. Gut. Da, wo ich reingekommen bin. Ah ne, ich bin hier hinten beim Metzger, sage ich, wollte ich schon sagen. So, okay. Wie schaut's aus? Schneller reiten heute? Nein. Gut, dann da Richtung Dorf. Genau, da links ging's zu Markus. Und noch einmal hier querfeldüber. Gut, dass es überhaupt nicht nervt, dass die ganze Zeit hier durch die Gegend reiten zu müssen.